Citadel-DLC. Mit dem Ding. Ich hoffe, das ist hier irgendwo jetzt gekennzeichnet, wo uns dann noch etwas gefehlt hat. Oh ja, Schattenmeer, siehste mal. Aber Schattenmeer ist Hauptstory, ja? Kepler-Randsektor, das ist neu. Gibt es hier noch irgendetwas anderes? Ist mittlerweile so voller Reaper, ey. Haben die nicht gesagt, dass die irgendwie normalerweise irgendwie... Oh, Sandurnebel, das ist neu. Ich gehe mal zuerst dahin. Haben die nicht gesagt, dass es irgendwie 100 Jahre oder länger dauert? Bis die Reaper mit dem Erobern fertig sind? Und jetzt sind die schon irgendwie... Sind die erst 2-3 Jahre dabei oder so? Ich habe etwas gefunden. Das geht eindeutig zu schnell. Vielleicht kriege ich noch irgendeine Nebenquest? Oder Kriegsaktivposten könnte ich auch einfach nur bekommen. Das könnte auch sein. Nee, oder Credits. Credits könnte auch sein. Jarvik ist sowieso speziell. Ja, das stimmt. Legion fragt, hat diese Einheit eine Seele? Und Jarvik, ich schmeiß dich gleich aus der Luftschleuse. Ja, ist echt so. Jarvik ist sehr eigen. Stone, sie pumpen Rin wieder voll. Ja, ich seh's, Rin. Wenn du nicht willst, dass sie dich voll pumpen, ist die einzige Möglichkeit, dass du an irgendjemand anderen weiterpumpst. Sagt man das so? Pump weiter! Pump um dein Leben! Du musst eine Pumpumleitung schaffen. Eine Pumpumleitung! Signal bestätigt. Oh, sie sind schon wieder da, Captain. Pump it, lauter, come on! Exaktivposten, okay. Oh, das war schon 100%. Okay, weg, 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 weg. Reaper umgang. Wie viel Benzin habe ich noch? 700. Ich hoffe, dass ich noch irgendwo, oh, bitte, jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber ich hoffe, ich finde noch Benzin. Hallo, Pimp. Ich habe etwas gefunden. Benzin, Benzin, Benzin. Ja, Rin, das stimmt. Du warst die Erste, die sich für das Fantreffen eingeschrieben hat. Genau, die Allererste. Shadowbroker Unterstützungsteam. Ah ja, okay. Rin hat doch alle Pumpen schon verbaut, damit die Bar wieder läuft. Oh nein! Dann bist du verloren, Rin! Dann gibt es kein Zurück mehr. Benzin! Benzin! Oh. Ah, puh, sehr gut, genau das habe ich gebraucht. Oh! Oh! UNG-Sprung erfolgreich! Close enough! Wo kommt der Stein endlich her? Wie meinst du das? Wo kommt der endlich her? Mist! Signal bestätigt! Oh, 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 oh! Das könnte schon alles sein. Ich weiß nicht, woher der Stein kommt. Der Stein kam vom Spitznamen Stone. Also ST.1. Und seitdem bin ich halt einfach so der Stein. Oder wahlweise Stone, je nachdem, wie man mich nennen will. Und dann... ne. Wo ist das alte Ausrufezeichen-Name, was Stone erklärt? Ist mit Mubots Schwester leider abgesoffen. Leider, leider, ja. Mubots Schwester, als ich den Namen geändert habe, sind alle Befehle von ihr verschwunden. Aber wird langsam mal Zeit, dass ich Ausrufezeichen Name wieder erneuere, weil da war noch die Erklärung von Games 9 drin. Warum, also dass wir uns überhaupt jetzt umbenannt haben, dass das schon stimmt. Aber die Fragen mittlerweile zu meinem Namen haben angefangen aufzuhören. Jetzt kann ich wieder den anderen Befehl schreiben, der erklärt, warum überhaupt Stone so. Vielleicht hilft das ja. Kann man mal probieren. Alles klar, Daza. Lass es dir schmecken mit dem Abendessen. So, okay, warte. 100, 100, 100, 100. Ich checke kurz, ob wir
ihr schön komplett sind soweit. Ob hier nicht noch irgendein anderer Nebel dazugekommen ist, den ich vielleicht übersehen könnte, oder bevor da irgendetwas an uns vorbeiflitzt. Ninmar-Cluster war schon vorher da. Nubianische Weite, das ist neu, glaube ich. Okay, ich glaube, ich bin dann jetzt hier durch, genau. Schattenmeer ist neu, Kepler-Randsektor ist neu und Nubianische Weite ist neu. Ich reise mal zuerst in die Nubianische Weite. Also ich hatte eine emotionale Bindung an den Namen Games 9. Oh nein, tut mir leid. Tut mir so leid. Ich habe etwas gefunden. Nice. Los, los, los. Keversen, danke für den Follow. Bediene dich an der Käseplatte. Gesundheit, Sabrina. Gesundheit, Sabrina. Stimmt, Kriegsaktivposten kann man noch sammeln. Stimmt, oh, das ist wieder so ein großes System. Da kommen jetzt gleich wieder die Reaper angetan. Angedanced. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, da ist es. Juhu. Double Hachi. Reaper umgangen. Der Name Games 9 muss beerdigt werden. Findest du? Findest du? Oh, Keversen! Nice! Ein Sieg-Sub! Hallöchen! Und wie ist das Wetter so in Siconia drüben? Oh yeah! Ich mag Sieg sehr. Warte, habe ich das hier? Habe ich das hier gerade parat? Hier. Warte. Ist das korrekt? Man könnte sagen, Sieg ist ein guter Wikinger. Oh yeah. Keversen. Signal bestätigt. Hallo Keversen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Falls ihr Sieg nicht kennt, Ezekiel der Dritte, ist kein Problem. Ist aber ein guter Mann. So. Kriegsaktivposten. La la la. Okay. Dritte Flotte der Allianz. 50%. Hier ist noch irgendwo wieder Treibstoff. Das sammle ich noch ein. Das sammle ich noch ein. Oh Gott, vielleicht auch nicht. ULG-Sprung erfolgreich. Warte mal kurz. Yo! Da ist es. Ausweichen erfolgreich. Bitteschön. Welchen Platz 1 im Gesamtrang? Weiß ich nicht. Oh! Reaper umgangen. Reptil oder Shizu? Das sind die beiden, die immer sehr weit oben sind. Seit mehr als 26 Monaten Siconien. Nice. Das ist ordentlich lang. Nice, nice, nice. Respekt. Very nice. Ich habe etwas gefunden. Ich frage mich, wie viele Punkte wir gleich an Aktivposten haben werden. Ich dachte, wir hätten schon fast alle gesammelt. Und dann finden wir noch welche und noch welche. Holy shit. The fuck. Da ist es. Allianz Marine Aufklärungseinheit. So. Und dann müsste ich hier noch irgendwo... Benzin. Oh, da ist es. Schnell, 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 schnell. Uiuiuiui. Das ist meine Rückfahrkarte. Uiuiuiui. Und weg. Okay. 100%. Alles klar, Rin. Oh mein Gott, Rin. Ich wollte dir gerade was sagen, aber ich habe vergessen, ich werde wieder verfolgt von irgendwelchen komischen maschinellen Wurstwesen. Ausweichen erfolgreich. Viel Spaß mit deinem Besuch und mit Game of Thrones. Ich weiß nicht, wer ein größerer Arsch ist. Kai Leng oder der Unbekannte? Der Unbekannte ist halt derjenige, der alles im Hintergrund steuert und so, ne? Ach, Mist. Reaper umgangen. Ich wollte gerade sagen, geh raus. Das müsste die N7-Nebenquest sein, oder? Kommunikationszentrum. Wie kann man 1000 Stunden Stone gucken? Das grenzt an Stalking. Hallo? Nein.
Ich habe mich selbst laut Mubots Schwester 1147 Stunden angeguckt. Okay, Kommunikationszentrum. Moment. Ja, das ist es. Die N7-Quest und die Cerberus-Verschlüsselung müsste ich jetzt gerade eben gesammelt haben. Okay, meine Freunde, Zeit für die letzte Nebenquest. Außer dem Citadel-DLC. Gesamtes Käsevermögen in Euro. Eurocent. Sonst nichts zu erkunden hier? Gar nichts? Und das, obwohl ich schon seit gut 5 Jahren dabei bin. Ja. Also, der Befehl Ausrufezeichen Gesamtrang zeigt nur eure Gesamtstunden. Oh, ich muss jetzt sagen, seit einem Jahr an. Ich habe normalerweise immer gesagt, seit Februar, aber seit Februar 2016. Stimmt eigentlich. Ich glaube, Ende Februar, jetzt gerade vor einem halben Monat, läuft diese Zählzeit seit genau einem Jahr. Dann hättet ihr gucken können, wie lange ihr schon seit einem Jahr zugeguckt habt. Wie viele Stunden da rein geflossen sind. Also, gut, die meisten gucken halt natürlich den Stream ganz relaxed, der läuft im Hintergrund, man macht selbst noch was anderes nebenbei und so. Deswegen, da kann man nicht sagen, hier, ne? Ist eher so der Laufenlassen-Faktor. Einfach Lave lasse. Also gibt es niemanden, der alles von Stone gesehen hat, wenn Stone selber 1,7k Stunden gestreamt hat. Nee, ich habe 1,17k Stunden oder so, ne? Ich habe 1,174 oder irgendwie sowas. Ist es möglich, Stone mehr zugesehen zu haben, als er sich selber? Gute Frage, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Du bist asynchron. Echt? Was? Mist. Asynchron? Wie? Jetzt seit gerade eben? Jetzt gerade eben bin ich asynchron geworden. The fuck? Was ist passiert? Ich habe aber auch... Ich habe keine Frames... Ich habe keine Frames gedroppt oder sowas. Warte kurz. Ich lade mal meine Webcam neu rein. So. Ist das jetzt besser? Ist es wieder synchroner? Bei mir in der Vorschau sah das alles ganz normal synchron aus. Eigentlich. Icebreaker sagt, nee, nicht asynchron. Ach so. Dann hatte vielleicht gerade eben Twitch bei einigen Leuten Schluck auf oder so? Los, los, los! Cookie Smasher, danke für deinen Follow. Bediene dich an der Käseplatte. Vielen Dank, ja. Reptil und ich hatten ein paar Stunden Probleme zuzusehen, weil der PC Updates zur falschen Zeit machen wollte. Ja, das kann schon mal passieren, ja. Ach, sowieso total krass. Shizu, Reptil. Im Prinzip... Ich habe meine Liste online länger nicht mehr geupdatet, müsste ich mal wieder machen. Aber im Prinzip alle, die kompletten ersten 100 Plätze, das ist alles richtig krass. So lange zugeschaut. Nichts asynchron, bei mir bist du asynchron. Okay, wenn ich bei euch asynchron bin, dann würde ich vielleicht empfehlen, den Stream Pause Play oder die Seite neu zu laden. So, ich nehme hier natürlich mein Dream Team mit. Alles klar, Rin. Mach's gut. Viel Spaß mit Game of Thrones. Ich benutze nochmal die eine Schrotflinte. Das letzte Mal war die Schrotflinte so lala. Da hat sie... da hat's mir eher den Arsch aufgerissen, dass ich die Schrotflinte mitgenommen habe. Aber ich bringe sie mal trotzdem zum Test mit. Also ein bisschen mehr Warp. Du hast 4 Punkte, du brauchst 6. Okay. Ach, weißt du was? Ich gebe dir mal mehr Überlebenschancen für Liara. Für Tali. Liara bräuchte ich eigentlich auch. Alles klar, Icebreaker. Viel Spaß. Commander, Cerberus hat eine unserer geheimen Kommunikationsanlagen erobert. Alle Feldzüge in diesem Einsatzgebiet sind von den Informationen dieser Schüsseln abhängig. Was wissen wir? Eine Technikerin, die den Angriff überlebt hat, informiert uns.
Grace Sato. Sie versteckt sich in einem Sicherheitsbunker. Eine Zivilistin? Ja, ich stelle sie durch. Miss Sato, was geht da unten vor? Ich bleibe versteckt, sonst ist niemand mehr übrig. Sie wollen sich in unser System hacken, um die Operationsprotokolle der Allianz zu kriegen. Ich verfolge ihre Aktivitäten, aber sie werden mich früher oder später aufspüren. Halten Sie durch. Wir sind bald da. Ja. Ja, Commander. Wir arbeiten daran. Es ist nicht ideal, aber nur sie kann Ihnen dabei sinnvoll helfen. In dem Netzwerk sind kritische Informationen gespeichert, Commander. Ich kümmere mich darum, Admiral. Tun Sie das. Hackett Ende. Ich gehe aufräumen. Warum verschwinden jetzt alle? I don't know. Just one of these things, right? Willkommen zurück, Nanook. Oh, Edison hat sich die 1080 Ti geholt. Echt? Crazy, Mann. Geht ab wie Schmidts Katze. Ich glaub's dir, ey. Das Ding ist ein Biest. Ein Biest. Sie haben mich erfasst. Fliege aus Alles klar, Bloodlust. Freut mich, wenn du in nächster Zeit wieder öfter dabei sein kannst. Womit haben wir es zu tun? Mach's gut, Bloodlust. Die versuchen, die Kontrolle über drei kritische Zugangspunkte zu übernehmen. Ich aktualisiere ihren Navipunkt mit der Position des Terminals, das sie als erstes knacken werden. Wir hindern sie daran, sich einzuhacken. Da, okay. Oi, 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 oi. Juhu. Der Ansturm ist einfach beste, immer noch. Juhu. Jeder Schuss muss in den Kopf gehen, meine Leute. Okay, bei dem ist es egal. Aber ansonsten. Oh, das braucht Zeit, okay. Vielleicht klappt es trotzdem. Chillax. Niemand sucht nach dir. Laden Sie einfach die nächsten Koordinaten hoch. Ich? Ja, Commander. Aktualisiere Ihren Navipunkt. Was? Bist du umgefallen? Ich resse dich. Kein Problem. Ich resse dich. Läuft bei uns. Ich koche erstmal, dann begleite ich dich wieder. Alles klar. Bis gleich, Moribat. Lass es dir schmecken dann später. Bist schon wieder umgefallen. Komm, hier. Ich rest dich nochmal. Hab ich richtige Taste gedrückt? Irgendwo kämpfen sie gerade, aber ich bin mir nicht sicher, wo. Oh, alles klar. MN Corp, viel Spaß beim Power Ranger Event. Und danke für deinen Follow. Miss Sato, sind Sie da? Sie hat Angst, die finden Sie, wenn sie antwortet. Wir brauchen die letzten Koordinaten. Grace, hören Sie. Ich weiß, Sie haben Angst. Es ist zu viel für Sie. Aber ich lasse Sie nicht im Stich. Versprochen. Ich bin schon quasi da. Okay, Commander. Aktualisiere Ihren Navipunkt mit der letzten Position. Aber wenn Sie es schaffen, bitte beeilen Sie sich. Ich kann nicht. Commander, ich glaube, ich kann Sie rausholen. Dann los. Hier war noch irgendwo Loot. Ich kann Sie nicht retten. Cerberus-Technologie bergen. War es das Richtige? Hier war für eine meiner Nebenquests gab es hier noch Loot. Ich glaube, war das das, die Technologie? Ich komme einfach direkt zu euch hier nach oben. Los, los, los! Juhu! Warte, ich räume hier oben noch ein bisschen auf. Oh Gott! Phantom, my ass! Alter! Die laufen immer so gestresst rum, das macht mich fertig. Was sind das für Geräusche? Was ist da draußen los? Commander, sie kriegen die Türen gleich auf. Hilfe! Gib ihr Deckung, Commander. Gelände gesichert. Hole Miss Sato ab und fliege dann zurück zum Rendezvous-Punkt. Nice. Gute Arbeit, Lieutenant. Oh, das war's? Okay. Kurze Mission. Das ging eigentlich ganz gut. Meine anderthalb Jahre alte Nichte findet deinen Stream irgendwie faszinierend. Oh, danke.
Die Operationen in diesem Einsatzgebiet können weitergehen. Keine leichte Aufgabe, dass es so bleibt. Wie geht es Miss Sato? Sie hat um Versetzung zu einer Allianzstation in der Nähe gebeten. Sie möchte helfen, wo immer sie kann. Gut, wir brauchen absolut jede Hilfe. Hackett, Ende. Jedes Leben ist wichtig, aber Loot geht immer vor. Richtig. Okay, das war die letzte Nebenquest, wenn ich das richtig sehe. Haben wir alles... eine können wir noch abgeben gehen. So, wie sieht's hier aus? Oh, wie war das nochmal mit den DLCs? Die maximal erreichbare militärische Stärke, die du erreichen kannst, ist 4000. Punkt 4000. Und ich habe 3929 und das nur, weil ich zwei Quests nicht ganz korrekt in der richtigen Reihenfolge gemacht habe. Okay. Cerberus-Verschlüsselung. Ich gehe gleich mal hier zuerst bei meinem Terminal gucken, ob wir das kaufen können, falls ich das übersehen habe. Und dann gehen wir zur Citadel das abgeben. Dann folgt der letzte Citadel-Run. Ein letztes Mal durch die Zitadelle laufen. Also, vor dem DLC. Aber nach einem DLC entstehen ja sowieso keine neuen Gespräche. Zumindest war es bisher immer so. Ich habe das Gefühl, beim Citadel-DLC, weil es heißt ja Landurlaub, vielleicht kann man da noch nähere Kontakte knüpfen zu seinen Leuten und dann haben sie noch mehr sich zu erzählen. Sie wollten doch Neuigkeiten über diese Menschenkolonie erfahren. Tiptree? Hey, Liara, darum brauchen Sie sich jetzt aber nicht zu kümmern. Jetzt oder irgendwann anders, ist doch ganz egal. Ich empfange Berichte, dass Flüchtlingsschiffe von Tiptree auf Kolonien der Salarianer gelandet sind. Keine Namenslisten, tut mir leid. Es waren hauptsächlich Kinder. Also Gunny, Hillary, meine Schwester. Gunny ist ein Spitzname, den hat sie schon seit... Sie ist erst 15. Wenn es also Kinder sind, dann habe ich vielleicht nur meinen Vater verloren. Ich bin ein Arschloch auf sowas zu hoffen. Die Hoffnung sollten Sie als letztes aufgeben, Jeff. Ganz egal welche. Danke. Sie auch. Ist meine Frage untergegangen? Habat, ich habe deine Frage gelesen. Aber dann musste ich so einigen Leuten den Arsch wegsprengen. Und dann habe ich sie wieder vergessen zu beantworten. Zum Thema, wann der nächste Devblock kommt, da kann ich dir meine Antwort auf jeden Fall sagen. Das ist kein Problem. Weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Der nächste Devblock kommt, sobald ich erfahre, was für wann er geplant ist. Also ich sag, was ich sagen kann ist, ich habe hier keinen Plan neben mir liegen, wo das Datum draufsteht und genau draufsteht, wann welcher Devblock rauskommt. Das ist so ein bisschen, ich warte, irgendwann kriege ich eine Nachricht. Übrigens, es wird wieder Zeit für einen Devblock und ich, was? Okay. So ungefähr funktioniert das. Willkommen zurück, Idonex. Und Kairos und Moribat, vielen Dank, das weiß ich sehr zu schätzen. Um die 4000 zu bekommen, hilft nur eines. Alles nochmal von vorne. Commander? So ist es. Ganz von vorne. Wie hält sich das Schiff, Edi? Die Ummantelung aus massefreiem Raum, die wir bei ULG erzeugen, verhindert Mikrokollisionen. Das ist die Standardantwort. Staub aus der Umgebung. Danke, Oblivion Angel, aber jetzt kommen wir mal wieder runter. Da werde ich ja noch rot. Ja, bitte. Okay. So, alles klar? Commander? Gut. Ich glaube, Fische füttern, sehr wichtig. Und dann können wir eigentlich... den hier. Ich will zuerst auf die Citadel. Dort dir eine Quest abgeben. Und wenn ich dann wieder zurückkomme... möchte ich nochmal mit allen Leuten auf meinem Schiff sprechen. Obwohl doch, Janne, wir haben eine Nebenquest gemacht, dann könnten sie wieder was Neues haben. Ich habe gerade von Miss Sato gehört. Sie haben trotzdem mal was dazu zu sagen. Sie ist sicher in der Forschungsanlage der Allianz eingetroffen. Und wie ich höre, hat Esteban bei einer Jungfrau in Nöten den Helden spielen können. Sie kennen doch mich und meine Jungfrauen, Mr. Vega. In der Tat. Was eigentlich mit deiner Nase passiert... Ich habe einen Salto gemacht und bin dann gegen eine Türkante geflogen. Sir? So, Moment. Spectre. Ah, siehste?
Ich habe die Dinger schon wieder. Ich bin echt froh, dass ich bei den Spectre-Terminals die Sachen kaufen kann, weil ich die letzten 3 Missionen oder so habe ich jedes Mal den Nebenmissionsgegenstand einfach verpasst. Mist. Einfach übersehen. Sir? Ich hätte Tessia gerne mal vor dem Krieg besucht. Man stelle sich vor, eine ganze Welt voller blauer Schönheiten. Eines der Wunder der Galaxie, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie Cerberus da treffen wollen, wo es weh tut, bin ich dabei. Nice. Oh, akrobatisch, gell? Ziemlich krass, I know. Gut, auf zur Citadel. Und letzte Nebenquest abgeben gehen. Und das war, soweit ich weiß, auf der Botschaft, ja? Genau, und dann bleibt nur noch Schattenmeer. Und Schattenmeer ist die Hauptquest. So, und dann, jetzt gleich können wir noch eine Mission machen. Eine Mission können wir noch machen. Stone muss sich ein Pflaster auf die Nase kleben und ständig auf Englisch verlangen, dass man seinen Namen sagt. Nice. Nicer Insider. Ich frage mich nur, wer alles weiß, was du damit meinst. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen so, Sie ein Botschaften müsste das sein? Ich muss zu den Botschaften. In Ordnung. In Ordnung. Zum Glück hast du keinen Spagat gemacht, ja, Mann. Nach der Eroberung der Elkor-Heimatwelt durch die Reaper-Streitkräfte sind Flüchtlinge von Dekuna unterwegs zur Zitadelle. Die Zitadelle. Oh, warte, wir können eigentlich auch einfach gucken, wo der Typ ist. Officer Delk bei Nummer 4, da hinten ist er. Auf der Zitadelle gehen langsam die Ressourcen aus. Und der Rat meldet, dass es schon bald zu Lebensmittelknappheit kommt. Wer ist Delk? Bist du Delk? Der da sitzt? Nee. Delk. Du bist nicht Delk? Nein, ich weiß, was ich gesagt habe. Leiten Sie die Streitkräfte. Wo ist Delk? Wir können die Reaper vielleicht nicht aufhalten. Delk? Meine Frau wurde gerade in den aktiven Dienst zurückgeschickt. Und für mich, oder war das jemand, der hier im Flur gestanden ist oder so? Ach, vielleicht hier hinten? Delk? The fuck? Oh, ach, das ist Delk. Ah, ja. Sie sind vom Geheimdienst, richtig? Ich habe diese Verschlüsselungscodes bei einem Cerberus-Techniker gefunden. Ich dachte, sie könnten vielleicht hilfreich sein. Cerberus-Codes? Genau danach haben wir gesucht. Danke, Commander. Nice. Und fertig. Mir zuckt noch ein Nerv hinterm linken Auge, wenn ich sehe, dass wir hier 2 Quests haben, bei denen wir keine Chance mehr haben, sie nachzuholen. Ich wünschte, sie wären trotzdem ausgegraut oder irgendwie weg, damit sie nicht mehr als aktive Quests angezeigt werden. Aber das sind die einzigen beiden Quests, die ich nicht geschafft habe zu machen. Die ich einfach verpasst habe. Und für die ich keine zweite Chance bekommen habe. So, Hauptquest und DLC sind nur noch übrig. Offiziell alle Nebenquests. Affinito. Sehr gut. Sind Flüchtlinge von Dekuna unterwegs zur Citadel. So, dann können wir nochmal gucken, aber ich glaube hier, ich weiß ja, dass es die letzte Nebenquest war, weil ich immer wieder mal auf der Liste nachgeguckt habe. Aber was wir machen können... Oh, wo ist Tali? Ich gerade hier so gucke, ich sehe meine ganzen Crewmitglieder, aber ich sehe nicht Tali. Lass mich kurz. Lass mich das kurz überprüfen. Da warst du ja fleißig, während ich essen war, gell? So, dann machen wir es jetzt gleich so, wie ihr gesagt habt. Wir machen die Prioritätsmission Horizon. Und nach Horizon. Ich muss mir eine PS4 holen und Horizon zocken. Und danach. Ich hab erst letztens wieder jemanden Horizon spielen sehen. Und ich dachte mir nur,
Das heißt, dass ich es auch will. Und ja. Nee, Tali ist tatsächlich nicht mehr hier. Die letzten zwei Male war sie da. Okay. Und nach Horizon mache ich dann nochmal einen Citadel-Run. Ich gucke, ob mir die Leute nochmal was... Weil wenn es dann wahrscheinlich aufs Finale zuläuft, wollen mir vielleicht die Leute was Neues sagen. Hallo, Shepard. Nee, ist nix. Okay. Schiffe der Quarianer und der Geth haben den oder nee. Nach Horizon machen wir das DLC. Und nach dem DLC mache ich dann meinen Lauf hier durch die Citadel, durch unser Raumschiff, überall. Bevor wir dann zum Point of No Return kommen. Tali ist auf dem Klo. Genau. Ich bin auch so, wenn ich unerledigte Quests habe, egal bei welchem Spiel, macht es mich fertig, ja. Also es kommt drauf an, nur wenn das Spiel gut war. Ja, und Mass Effect 3 habe ich super hart gefeiert. Es hat mir, ich habe immer wieder gehört von Leuten so, der Mass Effect 3, das war so, nicht so geil wie die alten Teile. Ey, das sehe ich überhaupt nicht so. Deswegen, ne? Hector's heavy breathing. So. Dann auf geht's nach Horizon. Zuflucht untersuchen. Ins Schattenmeer. Dann musst du mal Haithabu besuchen. Dort steht ein Wikingerdorf und ein tolles Museum. Oh, klingt cool. Horizon? Nimm da mal bitte James mit. But why? Ich mag James nicht. Also Liara nehme ich eigentlich sowieso immer mit. Weil Liara ist so meine... Eine Biotikerin ist immer eine sehr gute Unterstützung. Geht jetzt schon ans Citadel-DLC. Fast. Wir machen noch einen Hauptstory-Abschnitt. Und dann sind wir kurz vorm Point of No Return und dann geht jetzt das Citadel-DLC gleich weiter. Ich habe gestern meine Kopfhörer umgetauscht, konnte 350 Franken neue Kopfhörer kaufen. 350? Gott. Jetzt habe ich noch mal 30 draufgelegt, um mir Horizon zu gönnen. Nice. Ist aber teuer. Warum soll ich James mitnehmen? Ich nehme James nie mit. Soll ich mal versuchen, weil Liara hält halt auch nicht so viel aus, ne? Deswegen. Ich kann nicht James mitnehmen. Das ist hier mein Dream Team. Aber ich bin jetzt neugierig, was James dazu sagen wird. Just do it! Dann nehme ich, glaube ich, Liara und James mit. Ich lasse tatsächlich Tali... Nein, ich kann nicht. Ich kann Tali... Ich bin so hin und her gerissen, weil bei Tali denke ich mir halt die ganze Zeit... bei Liara denke ich mir die ganze Zeit, sie könnte halt auch echt spannende Sachen zu haben, zu sagen haben, eigentlich. Deswegen... Wo ist es hier? Ich will die krasse Mod hier drauf haben. Da die. Den Hochgeschwindigkeitslauf. Und habe ich für die Gewehre nicht auch irgendwas richtig krasses für euch gehabt mittlerweile? Hochgeschwindigkeitslauf, genau. Warte. Mach hier den Hochgeschwindigkeitslauf, genau.
Gewicht to the max. Und dazu noch die Durchschlagsmod. Ja, das ist in Ordnung. Ich habe den Typen lange nicht mehr modifiziert, deswegen. Said wäre die perfekte Wahl gewesen. Ich folge Stone nun schon seit 3 Jahren auf YouTube, seit 1,5 Jahren auf Twitch und ich bin auch schon Subscriber seit Anfang an. Also bin ich schon öfters hier. Okay. Ich glaube, der Rest passt. Und James hat noch 35 Punkte. Mehr Granaten. Er muss die Granaten auch nur benutzen. Gegen Panzerung, gegen Schilde. Machen wir vor allem gegen Schilde mehr Schaden, weil gegen Panzerung sind meine Angriffe ganz gut. Brandmunition. Ja. Blutbad ist ein guter Skill, glaube ich. Handlungsunfähig von Feinden. Ja, machen wir mal das. Zu Boden schlagen. Gepanzerte Einheiten. 65% erhöhter Schaden oder 50% allgemein erhöhter Schaden. Nochmal allgemein erhöhter Schaden. Und Brandmunition können wir eigentlich auch machen. Gruppenbonus mache ich mal nicht, weil normalerweise habe ich ihn eh nicht dabei. Und jetzt habe ich noch 4 Punkte. Gesundheits- und Schildbonus. Hier. Im Zweifelsfall immer lieber mehr aushalten können. Kannst du ein Ausrufezeichen Matt einfügen? Nein! Also, was zum Teufel wissen wir eigentlich über diesen Ort? Edie? Die Zuflucht sollte Flüchtlingen aus von Reapern kontrollierten Systemen helfen. Die Anlage ging vor kurzem offline und seitdem besteht keinerlei Kontakt mehr. Es ist unklar, warum Kai Lang oder Cerberus daran interessiert sein könnten. Hallo Elias, denkst du, es geht heute schon ans Finale? Hängt ganz davon ab, wie lang das Cerberus-DLC sein wird. Wenn es länger als 2 Stunden geht, Cerberus, dann kommt das Finale morgen. Wenn es kürzer als 2 Stunden ist, dann kommt das Finale wahrscheinlich schon heute. Finden wir es heraus. Wenn etwas auf Cerberus hindeutet... Finden wir es. Ich empfange ein schwaches Signal aus der Anlage. Ich versuche es zu verstärken. Hier, ja, bitte. Bleiben Sie weg. Die Zuflucht ist nicht, was sie scheint. Bitte, Sie müssen mir zuhören. Sie benutzen... Orianna? Das ist Mirandas Schwester. Citadel DLC, meine ich. Wenn sie hier ist, muss Miranda auch da sein. Nicht Cerberus DLC. Nähern uns der Landezone. Siehst du, die haben hier drin Cerberus gesagt ich und ich bin schon direkt indoktriniert. Citadel, Citadel. Es gibt nur ein Citadel-DLC. Ups. Diesmal wird Cerberus uns nicht überraschen. Wachsam bleiben. Oder vielleicht doch. Größeres Feuergefecht hier, Commander. Ja, aber wer hat gegen wen gekämpft? Tja, macht mal alle eure Munition an. Du machst Feuermunition an und Tali nix. Kann man nix machen. Normalerweise gibt ihr Liara alles. Ich weiß gar nicht, warum sollte ich James mitnehmen? Hat James irgendwie noch ein Hühnchen zu rupfen mit Cerberus irgendwie speziell oder sowas? Ding. Ein Met kann ich verstehen, aber was ist mit Met? Wie Met das Getränk? Ich weiß nicht, warum ich sollte. Meinst du, damit du immer eine Runde Met verteilen kannst? Wenn du hier reinkommst. Stone hat ein exklusives Cerberus-DLC. Oh, ganz genau. Hat das jeder gehört? Das Funkgerät ist offline. Etwas stört unsere Signale. Das ist mein Tinnitus. Das erklärt, warum keine Funksprüche aus der Anlage kommen. Oh Gott, bitte lass Cerberus schon kaputt sein. Einfach. Bitte lass sie schon alle tot sein. Stone, du hast einen Fehler gemacht und sofort kommen 3 Leute, um dich zur Schnecke zu machen. Mache keine Fehler. Was? Schnecke? Wer hat mich zur Schnecke gemacht?
So, lieber nochmal safen. Bitte seid alle schon kaputt. Ich mag euch sowieso nicht. Oh. Was zum Teufel? Cerberus! Oh, schon wieder die Reaper. Tja, Cerberus, wie war das? Der Unbekannte? Hab ich gesehen! Oh! Wir wollen die Reaper kontrollieren! Oh! Das funktioniert einfach nie! Ist da jemand kaputt gebrannt? Oh Gott! Nemesis, guck mal raus. Auf den Scharfschützen achten! Ja! Kannst du eine Granate da hochwerfen? Nice. In Ordnung. Gottes Willen. Sieht aus, als hätte eine Evakuierung stattgefunden. Und anscheinend haben die Reaper auf sie geschossen. Höchste Zeit, dass die sich gegenseitig umbringen. Ja, danke, Shepard. So ist es. Die haben es nicht verdient. Nein, aber du kannst bei der Mission einen vernünftigen Gunner-Tank brauchen. Ach so. Oh man, Raziel. Ich habe noch nie einen Tank gebraucht. Notfalls sterbe ich halt 2-3 Mal und dann geht's weiter. Ich dachte, James hätte irgendwas richtig Krasses zu sagen oder so in der Mission. Oder bekommt eine richtig krasse Rolle, wenn man ihn mitnimmt. Ich meine, James, finde ich sowieso, ist ein ziemlich krasser Charakter. Also, er ist gut. Ich mag seine Fähigkeiten, die er hat. Er hält viel aus. Weil wie viel hält er eigentlich aus? Ich habe 900 Gesundheit, 1000 Barriere. Und er hat sogar noch über 1000. Er ist sogar noch eine Stufe über mir. Und seine Granaten sind einfach der Shit. Und der Blutbart-Skill ist auch richtig krass. Deswegen. Er ist schon ein guter Charakter, nur... Ich meine, ich finde ihn interessanter als Kaidan, aber er ist trotzdem mein Kaidan aus Mass Effect 3. Alles klar, Dazar, mach's gut. Du sagst zwar, dein Internet kackt gerade ab, aber momentan ist es mein Internet, was ein bisschen am Schluckaufhaben ist. Deswegen laufe ich gerade noch ein bisschen hier durch den Bereich herum, weil ich hoffe, dass es sich gleich wieder fängt. Hat gerade vor einer Minute angefangen, ein bisschen rumzustocken bei mir. Deswegen, ich warte nochmal vielleicht so 1-2 Minütchen, bis es sich ein wenig beruhigt hat. Dann laufe ich weiter. Das war Stones Netz. Ja, so ist es. James mag vor allem die harten Dinge, genau. Wie zum Beispiel Shepards Bett. Willkommen in der Zuflucht. Ist kein Witz, hat er tatsächlich so gesagt. Hat er nicht gesagt. Kommunikationsgeräte sind zu ihrer eigenen Sicherheit streng verboten. Die Zuflucht erkunden. Was ist hier bloß passiert? Ich weiß es nicht. Weiter. Ein Start von Cerberus, da drüben von dem Turm. Guck mal, die sind alle am Flüchten gerade. Alle Neuankömmlinge werden dazu aufgefordert, ihre Besitztümer unserem Sortierpersonal zur Inspektion zu übergeben. Sie erhalten sie später in der Anlage wieder zurück. Nee, Allianz war hier. Guck mal, hier sind Allianzschiffe. Sie weisen darauf hin, dass Kommunikationsgeräte innerhalb der Zuflucht nicht funktionieren. Hat vergessen, in welchem Kontext er die Nachricht geschrieben hat. Oh Gott! Das sind Allianzschiffe. Interessant. Allianzschiffe und Cerberus scheint momentan zu flüchten. Oben sind alle Schiffe schon unterwegs, alle zischen ab. Ein einziges Chaos. Aber hey, das sah bestimmt mal richtig gut aus. Und dann ist etwas ganz furchtbar schiefgegangen. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Für alle Neuankömmlinge. Who knows? Aber jetzt bin ich neugierig. Baut mit ihrer Hilfe eine bessere Zukunft auf. Wer ist dieser Mann mit Hut? Die Anzahl der Flüchtlinge
zwei Wochen verdoppelt. Ich habe gehört, die Leute verlassen draußen vor dem Haupttor einfach die Shuttles. Sie können sonst nirgendwo mehr hin. Wir müssen da draußen unbedingt provisorische Unterkünfte aufstellen, bis alle untergebracht werden können. Der Empfang. Ich habe jetzt einfach die Nachricht hier durch die Scheibe durchgehört. Empfangsloks. Verteilungsquoten bei Zivilisten. Erwachsene 60% zur Integration, Kinder 85% zur Integration. Geeignete Kandidaten werden in alphabetischer Reihenfolge provisorischen Unterkünften zugewiesen. Familieneinheiten werden zwecks leichterer Weiterverarbeitung beibehalten. Weiterverarbeitung. Willkommen in der Zuflucht. Was haben die hier gemacht? Haben sie Leute entgegengenommen, die hier arbeiten wollten? Oder? Ich habe ausgerechnet, dass ich in einer Woche die letzten Proben meines Vertrags erfüllt habe und dann vom Personaltrakt in die Moribund! Oi, asto zwei Minuten, die subito noch, bitte noch mehr. Das wird noch. Wird noch mehr. Moribat, danke für die 2 Monate. Danke für den Support über 100% aller Monate, seitdem ich Partner bin, mein Freund. Gebt ihm ordentlich Käse in den Chat, bitte. Ich bitte darum. Meine Freunde, das wird noch, das schaffen wir noch. Momentan, wenn ich nicht meine Schlüssel-Käse-Personen an einem Tag im Chat habe, dann muss ich das immer ein bisschen selber machen. Eines Tages kommen wir dahin. Eines Tages werden wir verstehen, dass ich das mag. Moribat, vielen Dank für 2 Monate, mein Freund. So, warte. Ich habe diese Meldung verpasst. Ich höre da nochmal ein bisschen genauer hin. Ich habe ausgerechnet, dass ich in einer Woche die letzten Stunden meines Vertrags erfüllt habe und dann vom Personaltrakt in die Zuflucht selbst wechseln kann. Ich habe Schuldgefühle wegen des Upgrades von der Standardunterkunft, aber das ist nun mal der Deal. Wer an der Empfangsloge Dienst schiebt, kriegt die Vergünstigungen. Eine Woche noch. Vergünstigungen? Ey, Rabatte sind klasse. Da wäre ich direkt dabei. Hier sind deine Schlüsselkäse-Personen. Danke. Ihr seid alle der Schlüssel zum Sieg. Aber manchmal schläft der Schlüssel. So wie ich das verstanden habe, war das eine Flüchtlingsunterkunft der Allianz und Cerberus ist da einmarschiert, weil so halt. Ach so. Das könnte natürlich auch sein. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es wäre jetzt halt die... Ich meine, es ist eine Zuflucht. Das wird auch die Allianzschiffe erklären. Eventuell habe ich diesen kleinen Zusatz verpasst, was genau das hier ist. Das wird aber dann mehr Sinn ergeben, was die alles sagen. Es darf kein einziges Signal den Planeten verlassen. Jesus. Das muss eine weitere Landezone sein. Ja, die ganzen Transporter draußen haben in einer Schlange gewartet. Aber wo sind die ganzen Leute, die sie hergebracht haben? Weisungen des Personals der Zuflucht. Die wurden wahrscheinlich entweder erledigt oder wieder woanders hingebracht. Ich meine, Kai Leng war wahrscheinlich hier, dann sind sie alle tot. Alte Aufnahmen der Überwachungskameras. Die Leute werden sortiert. Es sind wirklich viele. Los, suchen wir weiter. Genügend Platz für alle Neuankömmlinge. Wieso geht ihr eigentlich alle in Deckung? Habt ihr irgendwas gesehen? Ich hab nichts gesehen. Hier ist nichts. Kommunikationsgeräte funktionieren innerhalb der Zuflucht nicht. So verwirrend. Alle Seiten sind hier tot. Allianz abgestürzt, zerstört. Cerberus tot, Reaper tot. Aber ansonsten auch. Oh. Ich habe hier ein Fragment von irgendeiner Aufnahme. Wir landen in wenigen Minuten. Du solltest das hier sehen, Dad. Es ist erstaunlich. Ich nehme ein paar Sachen auf und schicke sie dir dann. Sie haben uns gewarnt, dass wir keine Kommunikationsgeräte benutzen dürfen, bis wir die Formalitäten hinter uns haben. Was habe ich dir gesagt? Die Sicherheit ist erstklassig. Ich kann es gar nicht erwarten, bis du auch kommst. Hat wohl nicht so gut geklappt. Hallo, Yuka. Guten Abend. Alle
Hab noch eins. Ich kann jetzt nicht anrufen, aber ich schicke das hier weg, sobald es geht. Meine Kleine ist krank, deshalb bin ich weg. Ich liebe dich, aber ich muss mich um sie kümmern. Die Krankenhäuser haben keine Flüchtlinge mehr aufgenommen. Und ich konnte mir von dir keine Credits leihen. Ich weiß gar nicht, woher ich von der Zuflucht weiß. Irgendwo gehört vermutlich. Es klang perfekt. Ein Versteck, weißt du? Nur bis es ihr besser geht. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich diese gewaltige Anlage. Wir werden bereits erwartet. Mir kommt gerade noch eine andere Idee, was das sein könnte. Weil das klang so, ach, woher ich davon gehört habe, keine Ahnung. Vielleicht hat diese Anlage von Anfang an Cerberus gehört und sie haben sich nur als Allianz ausgegeben. Verluste auf beiden Seiten. Sie haben sich nur als Allianz ausgegeben, um mehr Leute einsammeln zu können für irgendwelche Experimente oder so. Das klang gerade von dem einen Lock so. Oh mein Gott, Anna! Ein Beobachtungsdeck. Sieht aus wie eine Sackgasse. Wir brauchen einen Ausgang. Weitersuchen. Stets weitersuchen. Futter für die Reaper eventuell. Das ist meine Vermutung, ja. Die Reaper sind immer so hungrig. Ich meine, das wird dann wieder passen. Cerberus wurde indoktriniert. Das sah nämlich vorhin schon so aus, als ob der Unbekannte indoktriniert wurde. Denken Sie nicht, dass sie indoktriniert wurden und er nur, nein. Ja, ja, alles klar. Und jetzt hilft Cerberus quasi, die Menschheit auszulöschen, indem die Reaper denen vielleicht sagen, dass sie die Opfer brauchen für was auch immer. Ich glaube, da geht's weiter. Auf YouTube streamt jemand Mass Effect Andromeda. Kennt wer IGN? Ja, IGN natürlich. 10 out of 10 IGN. Wer kennt die nicht? Oh, ich freue mich schon so sehr auf Andromeda. Das wird richtig nice. Nicer Scheiß. Diese Razer-Kopfhörer. Oh, ich krieg schon ganz harte Nippel. Ich habe gehört, die... Das ist Miranda. Oh, die Orca-Kopfhörer von Razer sollen angeblich gar nicht mal so schlecht sein. Oder beides. Kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Aha, siehste? Drehen Sie um. Hier finden Sie keine Hilfe. Die gesamte Kommunikation wird vom Zentralturm aus blockiert. Die Zuflucht ist eine Lüge. Bleiben Sie weg. Okay. Das klang schon so von dem einen Lock. Wir haben Cerberus, Reaper und Mirandas irren Vater. Wie passt das alles zusammen? Ich sag's euch, indoktriniert und von Anfang an den Reapern geholfen. Das hat schon so gerochen, gleich nachdem die erste Frau gesagt hat, ich wusste nicht, woher wir von dieser Zuflucht wussten. Ist ja auch egal, sie helfen uns. Ah ja. Ist ja auch egal bedeutet immer, ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ich tue es trotzdem mal. Und meistens ist das was Schlechtes. Ein Sicherheitssteuerpult. Schalte es ab. Was zum Teufel? Was geht hier vor? Ist eine Wasserpumpe. Ich weiß nicht. Das ist eine Hintertür in die Anlage. Also los. Hallo Fischfurz. Guter Name. Hallo, hallo. Fischfurz. Einiges davon ist Reaper-Tech, Shepard. Ich bin ganz sicher. Cerberus hat einen Weg gefunden, ein Interface zwischen unserer Technologie und den Reapern herzustellen. Und Miranda steckt mittendrin. Wir sollten uns beeilen. Ich würde sagen, Mass Effect Andromeda muss von der Story her nur genauso gut sein wie die Mass Effect Trilogie. Ach so, nur, ja, easy game, let's go. Ich bin schon froh, wenn Andromeda auch nur halb so gut ist.
Obwohl, nee, dann wäre ich nicht zufrieden. Drei Viertel so gut, dann wäre ich zufrieden. Dann wäre ich auch schon zufrieden. Ja, Fischwurz, bei mir ist alles super. Mass Effect 3 spitzt sich zu. Wir nähern uns dem Ende. Und ich bin ziemlich hot darauf, ehrlich gesagt. Die Anlage sieht aus, als ob sie schon länger auf Tauchmöglichkeiten zugespitzt gewesen wäre. Cerberus setzt Reaper-Technologie ein. Das ist eine schlechte Nachricht, nicht wahr? Ja. Es ist nie gut, wenn irgendjemand Reaper-Technologie einsetzt. Das ist bisher immer in die Hose gegangen. Arriba. Arriba. Ich weiß nicht warum. Also ich weiß schon warum. Das sieht wichtig aus. Alles abgeschaltet. Suchen Sie einen Schalter. Aber ich finde die Mission, wo nicht die ganze Zeit von Anfang bis Ende rumgeballert wird, mega gut gemacht, mega interessant. Gerade auch in Mass Effect 3. Das ist mir beim Dreier am meisten so aufgefallen, weil du normalerweise gewohnt bist, einfach auf alles zu schießen. Und da gibt es so einige Momente, wo du immer wieder aus dieser Schießwütigkeit herausgerissen wirst und dir denkst, Moment. Und dann dazu kommst, mal ein bisschen innezuhalten und so alles, was hier so abgeht, ein bisschen auf dich wirken zu lassen. Hauptschalter. Jetzt. Jetzt. Was sehe ich hier? Leute, die in irgendwelche Kapseln gesteckt werden, oder? Das sind die Flüchtlinge. Die Reaper. Oh. Was machen die da? Sie werden aufgelöst. Bringen Sie sie um? Das sind wie die Kapseln, bloß in schön, die wir auf dem einen Reaper-Schiff gesehen haben. Sie werden in Husks verwandelt. Ach, sogar in Husks. Bis gleich, Nanok. Und Awesome, lass es dir schmecken, das Essen. Oh. Oh, ich hoffe, bitte nicht spoilern im Chat, aber ich hoffe so sehr, los, dass ich mit dem Unbekannten hier irgendwann, während wir hier sind, mit der Schrotflinte ins Gesicht schießen kann. Das wäre richtig schön. Herstellen. Das sind doch nur weitere Truppen für die Reaper. Sie würden die Anlage zerstören, wenn sie entkämen. Es ist doch dumm, so ein Risiko einzugehen. Die Reaper haben angegriffen, weil dieser Ort eine Bedrohung dargestellt hat. Wir müssen den Grund dafür herausfinden. Bin ich mal gespannt. Bestätigt ungeeignete Materialien für Wiederaufbereitung zugeführt. Ungeeignet, so. Oh, Konsole aktivieren, warte, noch nicht. Oh, oder vielleicht doch. Die Reaper haben die Anlage übel zugerichtet. Ich schalte die Energieversorgung ab, dann wird alles abgeriegelt. Sie dürften dann auch nicht reinkommen. Madre, er wird sie überrumpeln. Miranda Lawson ist früher angekommen als erwartet. Soll ich mich darum kümmern? Nur wenn sie sich in den Weg stellt. Ich will die Forschungsdaten. Beschaffen und raus. Jawohl, Sir. Verdammt! Los! Goddammit, Kai Leng schon wieder. Es wird Zeit, dass der Typ endlich mal am Verrecke ist, Mann. Wenn es schon ginge mit der Schrotflinte, tu mir einen Gefallen und schieße ihm erst in den Arsch. Gerne. Joho! Überraschung. Das überrascht mich nicht. Ey!
hau euch alle weg mit Ansturm. Und vielleicht zwischendrin ein bisschen Nova. Wo die herkommen, gibt's sicher noch mehr. Das spart Munition und Zeit und macht Spaß. Mit wem redet Miranda da eigentlich? Mit dem Steuerpult. Mit 3/4 wäre ich auch einverstanden. Andromeda zu... Ja. Zu der Mass Effect Trilogie. Ich denke an die Far Cry 3 zu Far Cry 4 Sache. Okay, Far Cry 4 habe ich nicht gespielt. Aber Far Cry 3 fand ich eigentlich ziemlich nice. Ich habe in der letzten Woche die Effizienz der Verarbeitung schrittweise verbessert. Subjekte gibt es genug. Man hat mir gesagt, sie würden vor dem Haupttor Schlange stehen. Der Betrug ist bedauerlich, muss aber sein. Wir haben wenig Zeit. Der Betrug ist bedauerlich, muss aber sein. Los. Der Reaper-Kommunikation. Wichtig ist, wie das Reaper-Signal mit den Naniten interagiert, die dem Subjekt implantiert wurden. Wir stehen noch am Anfang, machen aber Fortschritte. Okay, sie haben ihren Leuten Sachen implantiert und wollten gucken, wie sie auf Reaper-Zeug reagieren. Renjiro! Danke für den Follow, bediene dich an der Käseplatte. Renjiro. Nein! Hier gab's bestimmt noch extra Loot. Ach, das führt in den gleichen Raum. Okay. Alter, was platzt bei euch hier? Yes, ich... Oh, eine Banshee. Splittergranate! Let's go! Und hier drauf. Nice. Und da drauf. Zack. Und weg. Ist noch nicht tot. Weghauen. Weghauen. Gut. Ganzen kleinen dreckigen Insekten. Und es geht weiter. Warte, hier kam doch gerade eben noch einer runter, oder? Jawohl. Mehr Insekten? Nein? Okay. Gott, diese Säulen hier in der Mitte vom Raum verunsichern mich. Renjiro. Wie geht's dir, Renji? Wie geht's dir? Alles klar bei dir? Heißt du zufällig Real Life Bene? Benediktus. Wer sind diese IGN, die jetzt Andromeda streamen? IGN ist 10 out of 10. Ein Online-Gaming-Magazin, wenn man so will, ja. Und ja, die sind dafür bekannt, dass sie bei größeren AAA-Titeln ständig 10 von 10 Punkten vergeben. Und sehr selten unter 8 von 10 Punkten vergeben. Und man munkelt da immer, dass sie nämlich aufgekauft sind. Dass die Unternehmen ihnen Geld bezahlen und dass sie deswegen auch hohe Bewertungen abgeben. Deswegen 10 out of 10 IGN. Deswegen, daher kommt der Spruch. Das sind diese Leute. Aber sie liefern viel Content. Also, ne? Wenn man sich da mal was reinziehen will, weil man neutral sich jetzt so etwas angucken will, kann man das durchaus machen. Achso, die Dinger. Reaper-Naniten hängen sich an das freigesetzte Adrenalin an, rasen durch den Körper und beschleunigen so die Husk-Umwandlung. Sehen Sie das? Was haben die diesen Leuten angetan? Das ist krank. Ja, ist es. Drachenzähne. Gab es die nicht schon in Mass Effect 1? Das sind dann ziemlich alte Loks hier, oder? Aber warte mal. Waren die Drachenzähne... Oh. Guck mal, da ist eine Banshee drin. Waren die Drachenzähne von den Reapern?
Oder wurden sie von Anfang an von Cerberus erfunden? Boah, das wäre krass. Weil das war schon in Mass Effect 1. Das heißt, die haben diese schmutzigen Experimente von Anfang an schon gemacht. Sie haben es von Anfang an gemacht, die Experimente. Und im zweiten Teil haben wir noch für die gearbeitet. Und sie haben uns das nie gesagt. Diese Drecksäcke. Dr. Nuris Arbeit mit dem Subjekt Paul Grayson hat sich als entscheidend für unsere Arbeit hier erwiesen. Durch die Droge Roter Sand konnte der Wille gebrochen werden. Aber für eine allgemeine Vorgehensweise war das zu unzuverlässig. Wir haben bewiesen, dass Adrenalin und seine speziesabhängigen Äquivalente am effektivsten sind. Adrenalin, für was? Das Arbeit mit dem Subjekt Paul Grayson hat sich als entscheidend für unsere Arbeit hier erwiesen. Paul Grayson, kennen wir den? Roter Sand konnte der Wille gebrochen werden, aber für eine allgemeine Vorgehensweise war das... Adrenalin ist da besser. Wir haben bewiesen, dass Adrenalin und seine Spezies... Warte kurz, ich lasse ihn fertig reden. ...am effektivsten sind. Alles super, die perfekte, ist die perfekte Entspannung nach einem stressigen Arbeitstag. Nice, Renji. Mach's dir gemütlich. Oh, noch mehr Miranda. Das Terminal ist beschädigt. Moment. Die Reaper wollten den Laden lahmlegen. Vielleicht gibt's hier Antworten. Es ergibt keinen Sinn. Ich dachte, Cerberus kommt mit den Reapern aus. Was ist passiert? Er läuft, Commander. Gehe zum Turm, um das Störsignal abzuschalten. Ich muss die Information rausschicken. Manche Flüchtlinge werden in Husks verwandelt, andere indoktriniert und zum Unbekannten verfrachtet. Mit dem Rest werden Experimente gemacht. Mein Vater will wohl herausfinden, wie die Indoktrination der Reaper funktioniert. Das wäre typisch. Flüchtlinge mit Nahrung typisch. Und Unterkunft anlocken, um sie zu Testsubjekten zu machen. Und wofür? Ködern und benutzen. Unfassbar. Sie sagte, es hätte Lieferungen an den Unbekannten gegeben. Wir ihn damit finden? Gute Idee. Los, Miranda hat gesagt, sie wollte zum Turm. Ah, dammit. Das ist so klassisch und typisch wieder der Unbekannte einfach nur. So ein paar können wir schon noch opfern, das ist kein Problem. Wir tun das ja für das Gemeinwohl der Menschheit, für alle. Ja, die Drachenzähne gab es direkt am Anfang von Mass Effect 1. Genau, ja, an die kann ich mich erinnern. Aber dann habe ich sie länger nicht mehr gesehen oder nur noch selten gesehen, glaube ich. Aber es wurde, glaube ich, gesagt, dass die Geth sie von den Reapern haben. Okay. Das würde erklären, warum man im zweiten Teil schon früh durchrennen konnte. Oh, echt? Fortschrittsupdate. Abgelehnte Subjekte haben sich als nützlich für genetische... Mal kurz hier mein Handy auflegen. Nützlich für genetische Vortests erweisen. Die Sterberate beträgt natürlich 100%, aber die dabei gesammelten Daten sind entscheidend für die Verbesserung der weiteren Tests an brauchbaren Subjekten. Anmerkung, nur Personal mit Sicherheitsfreigabe, Alpha 3 und höher, darf den Testbereich für genetischen Abfall betreten. Genetischer Abfall. Sicherheitsverletzungen aller Art führen zur sofortigen Aufhebung des Vertrags. Alles Drecksäcke hier. Für die Schrotflinte könnte man sich sogar überlegen, die Mod zu installieren, die einem mehr Munition gibt. Damit man 3 statt 2 Schüssen hat. Oh, da ist viel los. Ja. Es wird eng. Kontrolliertes Feuer. Gott, das ist viel. Das ist echt viel. Juhu! Ach, wir haben es schon geschafft. Okay. Es war gut, dass die alle so eng beieinander gestanden haben. Das läuft. Warte, hier kommen wir her, ne? Ja, gut. Ach, okay, ich wollte gucken, weil hier war noch eine zweite Tür. Es führt alles in den gleichen Bereich, okay.
Hier werden sie gerade umgewandelt. Die Granate ist eigentlich so gut von ihm hier. Ich meine, wahrscheinlich ist sie auch deswegen so begrenzt. Deswegen hat man nur 6 Stück. Aber die... Weißt du, Granate reinwerfen, ordentlich Schaden machen und dann noch reinstürmen in eine Explosion, das ist... Puh, das haut gut rein. Die Herstellung der Husks war unser erster Erfolg. Es sind zwar keine echten Husks, aber sie reagieren auf Reaper-Signale. Es wartet noch viel Arbeit, aber es geht voran. Henry, du bist wahnsinnig. Wir sind nah dran. Den Indoktrinationsprozess zu verstehen ist eine Sache, aber ihn für unsere Zwecke zu nutzen ist etwas völlig anderes. Das ist Fließbandwissenschaft. Die Zahlen und die ständige Wiederholung nehmen uns das Denken praktisch ab. Ja, toll. Aber Entdeckungen brauchen Langsamkeit. Fließbandwissenschaft, so nennt man das also, ja. Wenn man die ganzen Leute nacheinander hier in die Kapseln schmeißt, um zu testen, was für Ergebnisse dabei rauskommen. Ein bisschen Fließbandwissenschaft am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Oh, Locust. Brauche ich nicht, das ist eine MP. Der Unbekannte ist genetischer Abfall, er schießt den Drecksack. Ich arbeite dran. Warte kurz, Miranda, ich bin gleich bei dir. Ich will noch gucken, ob es hier noch irgendwas einzusammeln oder anzusprechen gibt oder so. Hier sind noch mehrere Terminals. Nee. Schwerer Widerstand vor dem Turm. Wenn Sie das hören, ich habe Beweise, die unwiderlegbar sind. Bestätigung, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Verbindung hergestellt. Ich habe Ihren Bericht, Mr. Lawson. Machen wir es kurz. Können Sie es schaffen? Theoretisch ist Kontrolle möglich, ja. Die von uns umgedrehten Reaper-Subjekte reagieren, aber der Zustand ist instabil. Das dachte ich mir. Keine Sorge, Henry. Mit Hilfe der Zuflucht kriegen wir das in den Griff. Hab ich das richtig verstanden? Der Typ kontrolliert Reaper-Truppen? Keine Ahnung. Ich spiele den Rest an. Das haben sie zumindest versucht. Geschafft. Wir können jetzt Ihre Kontrollsignale direkt ansprechen. Solange die Reaper-Truppen in der Nähe unseres Signals bleiben, können wir sie unbegrenzt kontrollieren. Ausgezeichnet. Und wie können wir diese Technik erweitern und auf die Reaper selbst anwenden? Das wird um einiges schwieriger. Jetzt wissen wir, warum die Reaper die Zuflucht angegriffen haben. Sie müssen erfahren haben, was Cerberus tut. Schlechte Nachrichten für den Unbekannten. Aber gute für uns. Endlich haben wir unsere Verbindung zu Cerberus. Fahre die Zugangsleiter runter. Los, Bewegung. Moment, Commander. Da ist noch mehr. Sehen Sie. Oh, Kai Leng schon wieder. Hoffentlich ist sie bereit für ihn. Oh, man. Kai Lenk, der Penner. Habe ich das schon gelesen? Nee, noch nicht. Ich meine, die Methoden sind mega mies von Cerberus. Und kann man, der Zweck heiligt nicht unbedingt die Mittel, ja? Aber interessant, dass er trotzdem zu einem Ergebnis gekommen ist, was zumindest mal in die Richtung geführt hat von Reaper kontrollieren. Na gut, sie haben gelernt, Husks zu kontrollieren. Die absolut niedrigste Stufe der Reaper. Ist ein Anfang, ja. Aber das bringt nichts, in die Richtung zu forschen. Prozessvereinfachung, um unsere Abfallwissenschaft da, wurde unseren Verseifungsentsorgungssystemen eine leistungsstarke Verflüssigungssubstanz hinzugefügt. Ziel dabei ist, dass unser System die Mengen verarbeiten kann, mit denen zu rechnen ist, wenn mehr Subjekte in der Anlage eintreffen. Als Folge dieser Maßnahme müssen sämtliche Mitarbeiter im Entsorgungsbereich zu jeder Zeit Schutzanzüge der Stufe 4 tragen. Die Leute, die sie nicht gebraucht haben, haben sie eingeschmolzen. Es wird ja immer besser, ey.
Wollen wir hin? Da nach oben. Okay. Sonst ist hier nichts mehr gewesen. Gut. Speichern wir noch einmal richtig, bevor wir da hochgehen. Bevor wir einen Unbekannten töten, sollten wir eine Runde Sprengschacht mit ihm spielen. Ja. Ich glaube nur nicht, dass der Unbekannte hier sein wird, weil das war hier nur eine Forschungseinheit. Der Unbekannte hat gar keinen Grund, hier zu sein. Einen Ausgang suchen. Oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Ich sehe gar nichts mehr. Wir sind nah dran. Ja, okay, nee. Ansturm hatte noch Cooldown und ich habe meine Orientierung verloren. Das ist dann natürlich nicht so gut. Wie verläuft die Storyline, wenn Miranda in Mass Effect 2 nicht überlebt? Gute Frage, das weiß ich nicht. Das war auch sehr dumm. Verdammt, sind das viele? Wir sind nah dran. Weiter. Oh Gott, fucking Christ. Oh mein Gott, why? Sollte ich echt keine Nova einsetzen? Vorsicht! Was? Vorsicht? Warum? Why? Wenn ich die Nova einsetze und so komplett ohne Schild dastehe, dann sieht es echt bitter für mich aus. Wenn so viele Feinde da sind. A risky place. Dann ist es Orianna, die das preisgibt, die aber keine Ahnung hat, dass Lawson ihr Vater ist. Ah, okay. Also die Schwester von ihr. Was sagt der Death Counter? Keine Ahnung, nicht so hoch. Ich würde schätzen, in Mass Effect 3 bin ich insgesamt vielleicht 20 Mal gestorben oder so höchstens. Und 12 Mal waren die ersten 5 Stunden oder so, bevor ich umgeskillt habe. Oder die ersten 10 Stunden oder so. Was, und danach 2 Handvoll oder so. Nicht so hoch. Also es ist kein Dark Souls oder so. Manchmal, wenn ich ein bisschen zu cocky werde, wenn ich ein bisschen zu selbstsicher werde, dann sterbe ich halt, aber ist halt normal, ne? Kein Dingstone, das wird ein Forschungsprojekt, sobald ich Mass Effect 3 spiele und meinen Mass Effect 2 Stand importiere. Meinst du, ob Miranda da ist? Irgendwie schaut die Schrotflinte mit nur 2 Schuss ziemlich unpraktisch aus. Ja. Ich meine, ich habe ihr gerade nochmal eine Chance gegeben, aber die Schrotflinte ist auch nicht unbedingt mein Favorit. Sie ist halt echt. Ich muss halt sofort immer wieder nachladen. Der Schaden ist zwar ziemlich hoch und ich glaube, die Schrotflinte würde sich auch lohnen. Aber nur, wenn ich mit jedem Schuss treffe, mit absolut jedem Schuss, dann könnte das gut laufen. Ja, bitte, ich höre. Du hast dich selbst unterbrochen. War eine dumme Idee, gell? War eine ganz dumme Idee. Habt ihr gedacht, ihr könnt hier in aller Ruhe forschen, ohne dass die was bemerken, oder was? Ich meine, ich mag die Reaper nicht. Ich mag sie auch nicht, aber dumm sind sie halt nicht. Befehlssequenz eingeleitet. Husks freilassen. Oh, ups. Ich kann mich nicht bewegen. Was soll das? Oh mein Gott! Das ist unser Weg hier raus! Was? Wo? Was? Wie? Welcher? Der da? Hallo? Hallo?
Du sagtest, du spielst Mass Effect Andromeda. Ja, auf jeden Fall. Wenn Andromeda rauskommt, legen wir hier sofort los damit. Das ist unser Weg hier raus! Joho! Bin schon dabei. Ich habe Mass Effect noch nie gezockt, aber ist das gleiche Deathbeam-Team wie Dragon Age? Ja. Also nicht 100% das gleiche wahrscheinlich, aber es ist auch BioWare. Die bringt uns näher an den Turm. Oh, Level 60. Nice. Oh, warte, das war doch sogar das Maximallevel, oder? Sehr nice. Oder? War 60 das Maximallevel? Ich weiß nicht. Frost für alle, wenn schon, denn schon. Oh, ich dachte, ich könnte noch fertig skillen. Siehst du mal, hat nicht ganz geklappt. Jetzt hat er 2 Punkte umsonst. Und Talia auch 2 Punkte umsonst. Eieiei. Level 60, Baby! Push it to the limit! Oh. Wie fandest du Mass Effect 2? Gut. Mir hat's sehr gut gefallen. Ich finde die ganze Mass Effect-Reihe sehr geil. Hier entlang. Hello. Danke, Harvard. It's me. Endlich mal einer, der mir antwortet. Frosta ist für alle da. Oh, das sind die Ansturmviecher. Tali lädt schon mal nach. Alles klar, Tali, du bist gut dabei. Bin auf dem Weg. Es sind diese großen Dreckskerle. Ja, ja, die können nichts. Bleiben Sie außerhalb Ihrer Reichweite. Wir machen einfach Kopf an Kopf. Guck, so macht man das. Achtung, er stürmt. Und dann stürme ich zurück. Yeah. Stirn an Stirn tragen wir das aus. Oh, scheiße, Benji. Das können wir nicht mehr Stirn an Stirn austragen. Dann nichts, wir hin. Oh, yo, yo, yo. Gott, ich hasse diese Banshees, ey. Schon dabei. Oh! Okay, sie hat noch Panzerung. Splittergranate. Zack. Nice. Und drauf. Und wegrollen. Und nachladen. Und drauf, meine Freunde. Sehr gut. Drauf. Weg. Schießen. Weg. Achso, sie schreit noch fertig. Okay, ich wollte gerade sagen. Ansturmviecher, also Shepard, genau. Ich sehe einen Durchgang. Dann los. War es auch so bei dir, dass du in Mass Effect 2 alles im Nahkampf erledigen konntest? Nein. Ich habe in Mass Effect 2 auch einen Frontkämpfer gespielt, so wie hier. Ich glaube, ich habe ihn in Mass Effect 2 nur richtig falsch geskillt. Weil mir wurde der Arsch aufgerissen von vorne bis hinten. For everyone. Oh! McCray Stroke! Hier, warte! Vierfache Animation! Danke für den Sub! Ich bin ein bisschen aus der Übung, tut mir sehr leid. Danke für den Sub! Willkommen bei den Deluxe-Würfeln. Gebt ihm ordentlich Käse im Chat. Hier hast du irgendwas mit 4 Kameras. Danke, mein Freund, für dein Abonnement. Viel Spaß mit den Emotes. Und danke, dass du dein Twitch Prime Sub, deinen kostenlosen Twitch Prime Sub, mich dazu auserwählt hast, ihn hier einzusetzen. Danke. Das ist immer wieder eine Ehre, weil diesen Prime Sub hat man nur einmal pro Monat. Ja, aber ja, Mass Effect 2. Ich habe versucht, zuerst am Anfang Nahkampf geskillt vorzugehen, aber ich habe eigentlich nur ins Gesicht bekommen. Und danke für den ganzen Käse, meine Freunde!
Nur von Urst kann ich irgendwie aus irgendeinem Grund Stinky Cheese nicht sehen. Ich sehe nur die Schrift. Stone, du wolltest das doch noch bearbeiten. Was wollte ich bearbeiten? Was meinst du? Oh, Kapselstatus. Warte, will ich das schon aktivieren? Ich speichere lieber. Nee, da wollen wir hin. Kapsel, Fremdmaterial vorhanden, Kapsel beschädigt, Subjekt deaktiviert. Manueller Override. Welche Kapsel habe ich jetzt aktiviert? Manueller Override. Kann ich damit irgendeine bestimmte Kapsel öffnen und dann passiert was Spezielles? Oh! 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 Sturmgewehr, okay. Ja. Ist aber immer noch nicht besser wie der Partikelwerfer. Na gut. Okay. Deswegen macht man das auf. Nein, nicht die Frostmunition. Okay. Interessant. Kann ich dich auch aufmachen? Kann nie wissen. Better safe than sorry. What is love? Ich Urst, genau. Ich glaube, du hast da irgendwas falsch gemacht. Stinky Cheese sieht zwar richtig geschrieben aus, aber aus irgendeinem Grund erscheint das nicht. So, warte. Wo war ich jetzt gerade eben? Das Ding habe ich aktiviert, ne? Okay. Meine Schrotflinte wäre geiler gewesen. Ich habe zwar meine Spectre-Schrotflinte, aber die macht mich gerade irgendwie nicht so an. Gibt's hier noch mehr Loks? Wo müssen wir lang? Da müssen wir lang, okay. Hier komme ich auch nicht rein. Na gut. So viele Räume, wo ich nicht rein kann. Eieiei. Der vierseitige Willkommens-Screenstone. Echt? Den wollte ich überarbeiten? Kann ich mich nicht dran erinnern. Kann sein. Das meiste ist eine unendliche Baustelle, die unendliche Geschichte. Zugang zum Turm gewährt. Danke. Oh, was? Kollegin. Sie haben's gehört. Bereit machen. Baby, don't hurt me. Was ist hier schon wieder los? Shepard! Oh, sie ist schmutzig. Commander Shepard. Oh, der Vater. Die Waffe runter. Oh, ich habe nur eine Schrotflinte. Ich kann nicht nur auf ihn zielen. Miranda wollte mich erschießen. Ohne Zweifel Mirandas Einfluss. Leider daneben. Wo ist Kai Lang? Ich weiß nicht. Weg. Hat meine Forschung genommen und uns zurückgelassen. Miranda, hören Sie mich? Das ist nah genug. Alle beide. Ich werde beenden, was Kai Lang nicht getan hat. Jetzt ist Schluss. Im Gegenteil. Die Reaper sind kein Problem mehr. Wir haben einen Ausweg. Loslassen. Shepard, er darf sie nicht haben. Shepard, bitte. Warte, erstmal reden wir mit ihm. Ihr Vermächtnis? Was wollten Sie hier eigentlich genau erzeugen? Hoffnung. Die wenigsten sind imstande, alles für ihr Überleben zu tun. Das hier Gelernte wird zahllose Leben retten. Ich werde als Retter der Menschheit gelten. Natürlich. Wohl kaum. Deswegen hat's auch bisher so gut funktioniert. Und deswegen greifen uns die Reaper auch noch an, weil das so gut funktioniert hast. Was du hier... Vergiss es. Schrotflinte ist immer noch genauer als ein Raketenwerfer. Schätz dich glücklich. Stimmt. Mit mir kann man reden. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Ich will nur Orianna und die Forschungsdaten. Sie wollen viel. Klar. Sie kriegen dafür Ihr Leben. Wie viel ist das wert? Gut. Nehmen Sie sie. Aber ich will leben. Deal? Ich wollte gerade sagen. Ich lasse sie leben. Was Miranda macht, ist mir egal.
Hat er dich verletzt? Bist du okay? Gut so, weg alles mit dem. Gut. Du bist jetzt sicher. Mir geht's gut. Aber ich will hier weg. Gleich. Gib mir eine Minute. Commander Shepard, Sie hier zu treffen. Es war eine Gelegenheit. Sind Sie in Ordnung? Wird schon wieder. Wirklich. Keine Ahnung, wie Sie es geschafft haben. Aber ich bin froh, dass Sie da sind. Warum sind deine Zähne so orange? Ich bin auch froh, dass ich da bin. Was ist passiert? Wie haben Sie das gemacht? Als ich wusste, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet, war er leicht zu finden. Ich musste nur den Lügen folgen. Als ich erkannte, was das hier wirklich war, musste ich bleiben. Natürlich. Kompliziert wurde es erst, als die Reaper auftauchten. Und Kai Leng. Sie haben überlebt. Das hätten nicht viele geschafft. Als Sie erwähnten, dass er mit drin hängt, habe ich Vorkehrungen getroffen. Zum Glück. Hätte helfen können? Das Ganze war ein gewaltiges Risiko, Miranda. Sie hätten mich verständigen sollen. Karottenstone, Karotten. Sie müssen einen Krieg gewinnen, Shepard. Das war mein Kampf. Und er war längst fällig. Sie haben es geschafft. Es ist vorbei. Ich wünschte nur, meine Schwester hätte das alles nicht gesehen. Wegen ihres Vaters. Ich bin froh, dass er weg ist, Shepard. Tut mir leid, wenn das kalt klingt. Nein, ich verstehe. Es ist endlich vorbei. Für uns beide. Hier ist noch nichts vorbei. Wir müssen nicht mehr weglaufen. Das ist richtig. Statusbericht. Können wir Infos von hier gebrauchen? Die Forschungsdaten sind weg, aber ich habe Informationen über die Anlage, wie etwa den Shuttle-Flugplan. Einschließlich Cerberus. Zum Unbekannten vielleicht? Keine direkte Verbindung, aber man kann damit arbeiten. Nee. Holen Sie aus dem Computer, was geht. Wir nehmen alles zur Analyse mit. Ich kann mehr tun als das. Was? Ich habe Kai Leng vor seinem Start einen Sender angehängt. Damit können Sie ihn bis zum Unbekannten verfolgen. Oh. Einen Sender? Sie haben wohl an alles gedacht. Nicht ganz, aber niemand ist perfekt. Gott, deine Zähne machen mich nervös. Danke, was ist Miranda. Passiert? Genau das haben wir gebraucht. Eine gute Nachricht kann nie schaden. Verdammt richtig. Was haben Sie zwei jetzt vor? Ich bringe Sie in Sicherheit und versorge den Kratzer. Okay, ich muss die Spur verfolgen. Codename Agent Orange. Ich melde mich, Shepard. Bald. Hoffentlich. Und ich bin so ölig. Komm, Ori. Ich habe genug von Vaters Gastfreundschaft. Sorgen wir dafür, dass jeder von diesem Ort erfährt. Das Störsignal wurde deaktiviert. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Holen Sie uns am Turm ab. Verstanden. Ich habe genug von diesem Ort. Verständlich. Ich krieg so viele Achievements, Mann. Aber mir bringen Achievements auf Origin gar nichts. Ich war dagegen, dass Sie sich um die Zuflucht kümmern, Commander. Auf die achte ich sowieso nicht. Zu viele Unbekannte. Aber ich hatte Unrecht. Das Cerberus-Labor hat ja auf Großes hingedeutet. Aber damit hätten wir nie gerechnet. So viele Flüchtlinge. Dieses Gemetzel. Nur um die Indoktrination zu studieren. Die Zuflucht musste geschlossen werden, Sir. Was Sie über die Reaper erfahren haben, war die vielen Opfer nicht wert. Hat kaum was die gebracht. Die Information ist nützlich. Aber Sie haben recht. Der Preis war zu hoch. Wissen wir, wo der Unbekannte sich aufhält? Ja. Kai Leng hatte einen Sender von uns, als er sich zurückgemeldet hat. Gut. Damit haben wir eine Chance, Cerberus aus dem Spiel zu nehmen. In der Tat. Wir müssen Cerberus vernichten und dann sind die Reaper dran. Ganz meine Meinung. Hackett, Ende. Hm. Priorität Cerberus Hauptquartier. Oh, ich hoffe, ich kann Kai Leng und den Unbekannten wegschreddern. Alles klar, Nanok, mach's gut. Wann streamst du das nächste Mal, Stone? Morgen. Morgen Abend bin ich direkt wieder da. Vielleicht fangen wir nicht ganz so früh wie heute an. Nicht um 16 Uhr, halb 5 oder so, sondern um 5. Aber morgen ist Mass Effect 3 auf jeden Fall fertig. Definitiv. So, oh, guck, wie knapp, no! 3.991 Punkte.
Und 100% wären gewesen 4000 Punkte. Mäh. Das sind die beiden, die wir hier nicht mehr schaffen. Okay. Der nächste Schritt, Hauptquartier des Unbekannten wurde gefunden und die Allianz ist bereit zum Angriff, um die Proteaner VI zurückzuholen, die der Schlüssel zum Katalysator ist. Sobald der Angriff beginnt, ist die Allianz ausschließlich mit dem letzten Kampf gegen die Reaper beschäftigt. Greifen Sie die Basis an, sobald Sie bereit sind. Ist die Allianz ausschließlich mit dem letzten Kampf gegen die Reaper beschäftigt, ja. Das ist hier jetzt der Einsatz des Finales, wie ihr mir gesagt habt. Und jetzt machen wir das Citadel-DLC und gucken, was wir da, ne? Letztes DLC. Mal gucken, ob wir es heute fertig machen. Und morgen ist dann auf jeden Fall Finale angesagt. Finale. So, ich wollte jetzt auf der Citadel noch keinen Run machen. Erst nach dem DLC. Aber ich wollte vielleicht meine Crewmitglieder nochmal ansprechen. Was sind das für Soldaten, die sich ein Lager ansehen, in dem Menschen zu Husks gemacht werden und dann sagen, ja, da will ich mitmachen. Dieselben, die sich von Cerberus Reaper Tech in den Schädel stecken lassen. Diese Dreckskerle sind doch keine Menschen mehr. Alles Penner. So war grad duschen, hat's Miranda zerlegt. Ich wusste gar nicht, dass es sie zerlegen kann. Bei mir hat sie überlebt. Jetzt solltest du mit dem Citadel DLC anfangen und 4000 Punkte sind nicht 100%. Ich hatte im letzten 6900. Ach so. Ja, Lolboy, hast du auch den Multiplayer gemacht? Weil, ich habe nachgelesen auf der offiziellen Wiki-Seite, weil ich wissen wollte, weil ich finde dieses Punktesystem blöd, aber ich wollte wissen, wie viele Punkte brauche ich, wenn ich das beste Ending haben will. Oder möglicherweise das beste Ending haben will. Und, ja. Ne? Und da habe ich geguckt, mindestens braucht man 3100 Punkte, maximal erreichbar sind 4000 Punkte. Ohne den Multiplayer-Part, nur Singleplayer. Und das beste Ending bekommt man bei 3100 Punkten. Die längste Zeit war es so, dass man das beste Ending bekommen hat bei 4100 Punkten. Aber weil sich so viele Leute damals beschwert haben, das war zumindest das, was ich gelesen hatte, so viele Leute hatten sich beschwert, man muss Multiplayer machen für das beste Ending, für die 4100 Punkte, was für ein Scheiß. Und dann haben sie mit einem Patch das behoben, dass es bereits ab 3100 Punkten das beste Ending gibt. Also, da sind wir schon drüber hinausgewachsen. Deswegen, easy. Dann weiß das schon mit den Stone mit den Endings schon. Ja, das ist das Einzige, was ich halb gespoilert hatte, weil ich das unbedingt wissen wollte. Und weil wir alle im Chat, bevor ich das wusste, haben ständig im Chat Leute geschrieben, nein, so viele Punkte, nein, so viele Punkte, nein, du brauchst so viele Punkte. Und da habe ich einfach nachgelesen, wie viele Punkte brauche ich jetzt. Damit einfach diese Verwirrung aufhört, die immer hier war. Jetzt weiß ich Bescheid. Gut, dass der Laden dicht ist. Wie geht es Miranda? Mach's gut, Renji. Der Laden war sogar für Cerberus-Verhältnisse verrückt. Von wegen, der Zweck heiligt die Mittel. Wie kann man Unschuldigen sowas antun und sich einreden, es wäre für die Menschheit? I don't know. Ich weiß nicht, wie sich der Unbekannte noch im Spiegel anschauen kann. Ganz ehrlich, das frage ich mich schon länger, mit diesen irren Augen. Was er sich auch dabei denkt, er wird es nicht mehr lange tun. Verdammt richtig, Commander. Hey, yo, yo. Commander? Dann habe ich mir umsonst die Mod geholt, die meine Punkte verdoppelt, um die 50% Bereitschaft auszugleichen. Sieht so aus. Hallo, Shepard. Oh. Ich hätte da ein weiteres Beispiel menschlichen Verhaltens, das ich nicht so ganz verstehe. Ja, bitte. Viel Spaß. Was ist denn jetzt? Zu Joker. Ein Video mit versteckter Kamera von der Erde, aus einem Internierungslager der Reaper. Die Bilder sind schwer zu verarbeiten. Dort ist es bestimmt schrecklich. Das vertrage ich. Aber die Gefangenen folgen zum Teil keiner nachvollziehbaren Hierarchie der Erfordernisse. Ohne soziale Normen und unter Todesandrohung wäre es logisch, dass es ihnen nur noch ums Überleben geht. Sie müssten aufeinander losgehen und kompromisslos egoistisch sein. Aber nicht alle sind es. Heißt das, die Gefangenen sind nett zueinander? Die Reaper verschieben die Hinrichtung von Gefangenen, die ihnen von Fluchtplänen anderer berichten. Je mehr ein Gefangener verrät, desto länger bleibt er am Leben. Aber nur die wenigsten tun das. Einige gaben den Reapern Fehlinformationen und starben dafür.
Für andere Gefangene, die nicht einmal Verwandte oder Freunde waren. Es geht nicht nur ums Überleben. Manchmal muss man für etwas einstehen. Aber es gab keine Erfolgswahrscheinlichkeit. Sie sind gescheitert. Und niemand konnte fliehen. Dann ist Unterwerfung also besser als Auslöschung? Meine Primärfunktion ist Schutz und Verteidigung. Nein. Ich sehe das anders. Shepard, ich modifiziere jetzt meinen Selbstschutzcode. Warum? Weil die Reaper abstoßend sind. Ihnen geht es ausschließlich um Selbstschutz. Aber ich bin anders. Beim Gedanken an Jeff denke ich an jemanden, der sein Leben riskiert und mich aus der Sklaverei befreit hat. Er wäre sogar die Fehlfunktion wert. Meine Kernprogrammierung soll das widerspiegeln. Sie haben die Menschlichkeit entdeckt, Edie. Lohnt sich der Kampf dafür? Bis zum Tod. Willkommen in der Crew, Edie. Edie ist, finde ich, einer der interessantesten Charaktere so im dritten Teil. Habe ich was verpasst? Ich erkläre es später, Jeff. Aber es war ziemlich gut. Ich mag die Entwicklung von Edie. Tauschkörper entriegelt. Täuschkörper. Edie hat eine Augenmod. Edie hat bei mir eine Komplettmod. Edie hat komplett neue Texturen. Man kann auch ohne Multiplayer die Galaxy-Bereitschaft auf 100% bringen. Aha, interessant. Wusste ich nicht. Commander? Ich wüsste nicht wie. Ich weiß nur, dass ich gelesen hatte im offiziellen Wiki, dass es nicht geht. Ich wäre gerne einen Moment alleine, Shepard. Ich gehe die Literatur der Menschen durch. Hallo, Shepard. Okay. Alles klar, Edie. Ich finde es auch immer wieder schön zu sehen und interessant vor allem, wie Edie, je nachdem, was für Erkenntnisse sie hat, für sich selbst entscheidet, was sie davon hält und dann ihren eigenen Code umschreibt und so. Commander, anscheinend haben die Vorfälle auf Horizon Tali sehr mitgenommen. Sie ist in der Lounge, falls Sie nach ihr sehen möchten. Sofort. Tali, oh Gott. Die Allianz hat mehrfach vor der Zuflucht gewarnt. Diese Schweine. Horizon war meine Heimat. Oh. Sagen Sie mir nur, dass Sie Cerberus erledigen. Cerberus ist bereits tot. Sie wissen es nur noch nicht. Wenn Ihre Basis nur noch Asche ist, vergessen Sie nicht, dass Sie uns zu Ihnen geführt haben. Danke. Die machen wir platt. Commander? Die haben es nicht anders verdient. Tali, ich bin gleich da. Ich muss erstmal kurz Mails lesen. Trojanische Radier, eine der Bildschirmen, Ist in Ordnung. Passt schon. Ich gehe erstmal meine Fische füttern, bevor ich zu Tali gehe. Bei Stone wird wieder geduscht, ja. Das hört man leider immer. Jetzt sind die dünnen Wände. So, Fischis. Will ja nicht, dass ihr sterbt. Ist ja klar. So. Achso, Weltraumhamster, vielleicht auch mal kurz rausholen. Oh, einmal Wasser abspülen im Klo. Schon so oft reingepinkelt und größere Geschäfte erledigt, aber nie abgespült. Was will man machen? Gutes Polnisch, Stone. Hört sich so für euch polnisch an. Bist du bereit für Mass Effect Andromeda? Alter, ich bin so bereit. Ich bin also... Boah, vergiss es. Meine Hose platzt, so bereit bin ich. So, warte. Kaidan? Spüren Sie es, Shepard? Oh ja. Spüren Sie, wie sich das Ende nähert? Kannst du mal aufhören, Creepy zu sein? Der Unbekannte sollte heute Abend besser seine Gebete aufsagen. Denn wir werden ihn uns holen. Mordlüsternes Arschloch. Oh ja. Das Blatt wendet sich. Ich kann's spüren. Kaidan ist einfach ein so merkwürdiger Charakter. Erstmal ist er so normal. Wenn er Emotionen zeigt, dann ist er entweder am Weinen oder irgendwie creepy draufgängerisch. Zuflucht. Der Unbekannte ist ganz eindeutig verrückt. Aber nur her mit ihm. In solchen Fällen
bringe ich auch mal einen Verrückten um. Bereit für die nächste Mission, was es auch ist. Okay, Kai, dann. Bereit für die nächste Mission, was es auch ist. Und nun bei der Porn-Scene ist das Essen endlich fertig. Porn-Scene. Steht eigentlich jemand Neues hier? Nee. Thane steht immer noch ganz unten. Oh, Thane. So, Lounge müsste hier sein, Mitali. Ja. Wenn ich hier bin, gehe ich direkt mal zu ihr. Tali hier, da. Bisschen am Besaufen, ha? Shepard! Drink? Ich trinke auf Miranda, glaube ich. Darf ich mit? Wie betrinken Sie sich? Sehr vorsichtig. Turianischer Brandy, dreifach gefiltert und über eine Zufuhr für Notfälle in den Anzug geführt. Das ist ein Strohhalm. Zufuhr für Notfälle. Es wird aber zunehmend schwerer, sie in den Slot zu stecken. Das heißt wohl, dass es funktioniert. Sie war so unhöflich. Wie hat Jack sie genannt? Cerberus Cheerleader. Perfekte Gene, aufsässig und... Und trotzdem hat sie ihren Vater aufgehalten. Mir war nicht klar, dass sie das so mitnimmt. Ich mochte sie nie. Was für ein Miststück. Gell? Aber ich hatte Respekt. Das ist manchmal besser als Sympathie. Sie hat alles getan, um ihren Vater aufzuhalten. Sie hat nie nachgegeben, sich nie für ihn geändert. Sie klingen wie ein Watcher. Miranda und ihr Vater sind es auch ein Stück weit, Sie? Ich wollte ihm mein Leben lang gerecht werden. Seine Fehler wiedergutmachen. Seine Wünsche erfüllen. So einfach ist es nie. Wann denken wir nicht mehr nur an unsere Eltern, sondern führen ein eigenes Leben? Die Antwort darauf liegt auf dem Boden dieses Glases. Ich brauche Hilfe mit dem Notfallhalm. Zufuhr. Wie auch immer. Ich steck's dir rein, ist kein Problem. Meinem Menschenfreund. Mein Vater hätte sie gehasst. Na dann, auf ihn. Und auf Miranda. Gute Arbeit, du genetisch perfekte Cerberus Cheerleader Borstedt. Kila Selai. Borstedt. Du dreckiges Borstedt. Ich muss mir merken, ich muss mir die Beleidigung Borstedt merken. Das ist. Ich mag die eigentlich sehr. Du Borstedt. Oh, ich kann nicht mehr mit dir reden, schade. Ich muss dir doch noch kurz den Strohhalm reinrammen, Mann. Schnell, ich helfe dir. Borstedt. Dammit, Shepard, hör auf, deine Freundin zu siezen, ja. Auf Englisch hat man das Problem halt nicht, ne? You. Und das war's. Im Deutschen, sie, du, what? So viele Skills. Borstedt. Hallo, Commander. Hallo. Bin ich fertig. War gerade bei Tali, während sie sich verborstedt hat. Baggert ist auch ein schönes Wort. Nee, Bangert. Was ist Bangert? Dann glaubt der Unbekannte also wirklich, dass er die Reaper kontrollieren kann? Schon. Husks sind eine Sache. Aber eine ganze Flotte. Der Mann ist wahnsinnig. Gell? Habe ich auch gesagt. Husks sind die Lobobs von den Reapern. Wer die kontrollieren kann, das ist keine Leistung. Weißt du, ein Husk kann nicht umtreten, dann ist er tot. Aber die richtigen Reaper oder geschweige denn die ganze Flotte? Da nur bisher nur der Leviathan. Da war der einzige, den wir gekannt haben, der wirklich so... Der einmal sich ein bisschen konzentriert hat und Reaper einfach ausgeschaltet. Holy shit. Viele Turianer sind zur Zuflucht gegangen. Sollte ich dem Unbekannten begegnen, werde ich ihm ihre Namen in den Schädel ritzen. Yeah. Wie geht's? Ach gut, ja. Wie geht's? Wie läuft das Schädelritzen? Alles klar bei dir? Das Schöne für Borstedt gibt es auch keine Übersetzung in irgendeiner Sprache, wenn die Leute für die Beleidigung... Nicht kennen, merken sie es, wenn überhaupt, auf nonverbaler Ebene, ja. Borstedt. Dr. Tassoni hat in den von Ihnen beschafften Daten nützliche Informationen entdeckt, Commander. Oh, Upgrades? Juhu, Forschungsdaten von Pragia. Kraftschaden, Aufladetempo der Kräfte. Jawohl, das brauchen wir. Schneller an Stürme. Liara, alles klar bei dir?
Wie geht es Miranda? Sie erholt sich wieder. Das überrascht mich nicht. Miranda hat auf mich schon immer den Eindruck einer Frau gemacht, die nicht aufzuhalten ist. Freut mich, dass sie es geschafft hat. Ach, Bangat ist Bastard auf Trierisch. Du Bangat. Jetzt habe ich Appetit auf Borscht. Ich weiß nicht, ob ich jemals Borscht gegessen habe. Habe ich schon mal Borscht gegessen? Weiß ich nicht. Regie antwortet nicht. Du beleidigst Leute erst richtig, wenn du sie auf Klingonisch beleidigst. Mit Beleidigungssprüchen der Korgana. Schön, sie wiederzusehen, Shepard. Ja, danke. Auch schön, dich wiederzusehen. Was geht? Schön, sie wiederzusehen, Shepard. Ja, hallo, hallo. Ja, alles klar. Gut, kleines Upgrade noch abgeholt hier. So wie sich das gehört. Ich glaube, ich gehe durch jedes Stockwerk jetzt hier durch. Okay, wir haben es schon fast geschafft. Und dann gehe ich nochmal bei Tali vorbei, um zu gucken, ob sie was Neues zu sagen hat. Und wenn wir auch da waren, dann starten wir Citadel. Ich habe von ihrem Gespräch mit Liara gehört. Sie geben sich immer so wütend. Sie ist immer betrunken. Aber liegt ihnen viel an uns. Sie müssen einsatzbereit sein, um die Reaper zu vernichten. Oh. Ihnen liegt etwas an Liara. Sie mögen sie. Sie sind berauscht. Ein törichtes Risiko. Angesichts der symbiotischen Physiologie der Varianer. Er sagt nicht nein! Mich mögen sie auch. Das Gespräch ist beendet. Na, wen haben wir denn da? Ist unser Proteaner von außen ganz hart und von innen ganz weich? Mag er uns doch? Kommt mir bekannt vor. Ich habe dieses Schiff studiert. Seine Crew. Es gab schon einmal eine Normandy. Sie starben bei einem Angriff. Ja, sowas in der Art. Aber sie wurden wiederbelebt, um die Reaper zu bekämpfen. Wir beide haben ein paar Gemeinsamkeiten. Aber sie haben mehr. Die Gründe für ihren Kampf leben noch. Und die Freundschaft der Leute um sie herum. Und mehr. Mach mich sie jetzt nicht und an. Die Quarianerin sind verbunden? Ganz tief. Könnte man sagen. Dabei sind es nur ihre Pheromone. Wollen sie deshalb weiterleben? Für die Zuneigung dieser Leute? Ja, Logo. Ohne diese Zuneigung gibt es in meinem Leben nur Tod. Und das ist zu wenig. Ja. Und was ist mit Ihnen? Ich respektiere die Gründe, warum Sie hier sind. Aber da ist doch noch etwas, Jarvik. Ich liebe Sie, Shepard. What? Was ist da drin? Das ist eine Echoscherbe, die von Soldat zu Soldat weitergegeben wird. Jeder fügt seine Erinnerungen hinzu. Wie ein Sender. Wie weit reicht sie zurück? Bis in eine Zeit vor den Reapern. Sie ist alles, was von meinem Volk übrig ist. Und daran wollen Sie sich nicht erinnern? Wenn jeder, den Sie kannten, tot wäre und Sie sich nicht an Ihre Gesichter oder die Farbe des Himmels Ihrer Heimat erinnern könnten. Die Erinnerungen wären weg, aber der Schmerz auch. Würden Sie diese Erinnerung wollen, Commander? Nur um sie alle erneut sterben zu sehen? Wenn ich so etwas hätte, eine Erde sehen könnte, auf der alle noch leben, dann wäre mir das den Schmerz wert. Vor den Reapern. Gehörten die Sterne uns. Die Zivilisation blühte. Es gab die Quasar-Festung im Tirandi-Nebel. Die Eiskanäle von Judor IV. Die Palisaden der Verum Angelic. Es war großartig. Aber dann... Was ist? Die Reaper kamen. Planet für Planet wurden wir ausgelöscht. Wir wehrten uns. Ich... Sind Sie okay? Ich befehligte ein Schiff wie dieses. Eine loyale Crew, viele Freunde. Es wurde geentert. Nur ich entkam. Was geschah mit Ihnen? Indoktriniert. Die Reaper hetzten sie auf mich. Jahr um Jahr, Schlacht um Schlacht, jagten mich meine eigenen Leute. Jede Begegnung erinnerte mich an mein Versagen als Soldat. Tut mir leid. Ich wusste ja nicht. Bis zur Schlacht um den Kronier-Nebel.
Ich hatte nur noch mein Messer. Ich trieb meine Männer in die Enge, durchschnitt allen die Kehle und ließ sie ausbluten, um sicher zu gehen. Das war sicher... An dem Tag habe ich begriffen, was Krieg ist. Gräuel im Namen des Überlebens. Eine Lektion, die ich lieber nicht gelernt hätte. Eieiei. Immerhin haben wir jetzt seinen dunklen Kanal entriegelt. Die Crew scheint von den Experimenten in der Zuflucht schockiert zu sein. Dazu besteht kein Anlass. Warum nicht? Unser Krieg hat Jahrhunderte gedauert. Viel Zeit, um weitaus schlimmere Gräuel zu begehen. Es gab eine Spezies, die Densorin, die davon überzeugt war, dass die Reaper besänftigt werden könnten, wenn sie ihren eigenen Nachwuchs opfern würde. Der gesamte Planet hat an dem Ritual teilgenommen. Ich erspare Ihnen die Einzelheiten, aber es hat nicht funktioniert. Es hat den Reapern nur die Arbeit erleichtert. Das Ganze ist durchaus mit ihrem Unbekannten vergleichbar. Seine Ambitionen grenzen an Wahnsinn. Schleifen Sie Ihre Klinge, Commander. Seine Stimme muss zum Verstummen gebracht werden. Und seine Kehle durchschnitten. Es wird Zeit, dass wir dem Dicken einheizen. Okay, vielleicht war er gar nicht so dick, aber du weißt, was ich meine. Warum steht er eigentlich immer an diesem Waschbecken? Er wäscht sich fast jedes Mal die Hände, wenn du drauf achtest. Ich weiß nicht, ob er jetzt gleich wieder macht. Er hat mal, ich glaube, es liegt daran, der hat irgendeinen Waschfimmel oder so. Der hat mal erwähnt, dass er sieht, wie viel herumgesifft wurde in dem Schiff. Hat er mal so erwähnt, so der kranke, weißt du, der Kroganer aus dem Tank hier drin, der war schon merkwürdig und hat rumgestunken. Dann Thane, der Drell mit seiner tödlichen Krankheit in dem anderen Raum und sowas. Ich glaube, es hat ihm nicht so ganz gepasst. Die Unterwerfung der Reaper führt nicht zum Sieg. Dass hier so viel nur ihre Vernichtung. Es scheint der Crew Spaß zu machen, mich anzustarren. Ich wäre jetzt lieber allein. Warum bloß? Ich wäre jetzt lieber allein. Du bist halt eine Attraktion. Vermutlich wegen der Kontaktfähigkeit der Proteaner, mit denen er durch DNA ständig Eindrücke von anderen wahrnimmt. Zwangsneurose, genau. Genau, das mit der DNA, das hat er ja erwähnt. Deswegen spürt er ja die ganzen Sachen. Von Cerberus. Die Zuflucht, beworben als sicheres Auffangbecken auf dem Planeten Horizon, in Wirklichkeit ein geheimes Cerberus-Labor. Gehirnwäsche, tödliche Experimente und Verbindung zu den Reapern. Die exklusiven Einzelheiten gleich bei Battlespace. Okay. Ricky Dicky, danke für den Follow. Bediene dich an der Käseplatte. Commander. Mach's dir gemütlich. Leg die Beine hoch. Leg die Beine runter. Leg die Beine hoch. Und eins und zwei. Und leg die Beine hoch. Leg die Beine runter. Und eins und zwei. Let's go. Warum schaut sein Waschwasser eigentlich so siffig aus? Das ist mit Spezialreinigungsmittel. Ist nicht siffig, das ist ultra rein. Ja, Javik hat am meisten Shit durchgemacht, ja, das stimmt. Shepard? Es gibt nichts zu berichten. Shepard? Es gibt nichts zu berichten. Schade, dieses Mal wollen sie mir nichts sagen. Brauchen Sie etwas, Adams? Commander? Nichts. Weitermachen, okay. Adams. Jawohl, Sir. Adams auch nichts, hier ist auch nichts, gut. Okay, Shuttlebucht, einmal Tal überprüfen und dann Citadel DLC. Shuttlebucht Cortez. Cortez Lopez Santez. Diese Platine liegt in den letzten Zügen. Schön, Sie zu sehen, Commander. Okay, Cortez hat nichts Neues zu sagen. Was ist eigentlich mit Jack passiert? Ich glaube, die hat sich wieder selbstständig gemacht. Die ist wieder alleine irgendwo weiter unterwegs gewesen. Ich kann nicht glauben, dass der Unbekannte wirklich eine Methode zur Kontrolle der Reaper gefunden hat. Nee. Ich meine, er ist völlig irre, ganz klar. Aber verdammt! Stellen Sie sich vor, er wäre auf unserer Seite. Aber ich nehme an, genau das wollen die Reaper. Dass wir uns alle gegenseitig bekämpfen. Teile und herrsche. Ganz genau. Noch ein Grund, sie zu hassen. Jederzeit bereit. Fuck those guys. Okay, hier hinten gab es bisher noch kein einziges Mal irgendetwas Neues. Und die beiden, solange wie die sich da unterhalten,
Die haben echt so einige Geheimnisse zu teilen untereinander. Da ist so einiges los. Die Shops auf der Citadel durchsuche ich dann nochmal bei meinem letzten Citadel-Run. Und ich gehe jetzt... Ich checke nochmal Tali. War nicht Jack eine Ausbilderin? Ja, das war die Ausbilderin auf der Grissom Academy. Im zweiten Teil war sie eine Begleiterin von uns. Wie geht's, Tali? Können wir sie nicht ansprechen? Okay. Kann ich dir einen Drink mixen hier oder so? Hallo, alles klar? Nee? Okay. Schieb dir mal dein Röhrchen weiter rein. Und schieß dich ruhig ab. Nur später brauche ich dich bereit. Bin ich mal gespannt. Gucken wir mal das Citadel DLC jetzt an. Und zwar beschrieben ist es...